Es könnte der kälteste Tag sein. Wenn er mitbekam, dass man fror, hätte er sein Hemd gegeben, selbst für Fremde. Auf der anderen Seite nahm er kein Blatt vor den Mund, um einem zu sagen, was er dachte. Er nahm sich nie zurück, er war ein wunderbarer Mensch. Entweder die Leute lieben oder hassten ihn. Joe und seine Frau Katie sind seit 8 Jahren verheiratet. Am 30. Juli 1998 geht das Paar nach der Arbeit auf ein paar Drinks in einen Privatclub. Am nächsten Tag ruft Katie frühmorgens in Panik die Polizei. Hier ist der Polizeinotruf. Was ist passiert? Sie müssen helfen. Mein Mann bewegt sich nicht und da ist überall Blut. Haben Sie ihn stürzen hören? Nein, er liegt auf dem Bauch. Ich wollte ihn wecken. Gut, wir schicken jemanden. Fassen Sie nichts an. Alles klar. Joe Doyle wurde aus kurzer Entfernung erschossen. Eine Hinrichtung. Wenn jemand tot ist und 4 Einschüsse im Kopf hat, dann ist die erste Frage, hatte diese Person irgendwelche Feinde? Offensichtlich war dies kein Freund, der das getan hat. Es gibt keine Anzeichen, dass jemand gewaltsam ins Haus eingedrungen ist. Joes leere Brieftasche liegt am Boden, in der laut Katie $1,800 gewesen sein soll. Der oder die erste Verdächtige in so einem Mordfall ist immer der überlebende Ehepartner. Katies Hände werden auf Schmauchspuren überprüft. Falls sie geschossen hat, müssten Rückstände nachweisbar sein. Der Test ist negativ. Katie berichtet der Polizei, dass sie gegen 20.30 Uhr aus dem Club nach Hause gekommen sind. Nach dem Abendessen seien sie sofort ins Bett gegangen. Gegen Mitternacht habe sie dann ins angrenzende Schlafzimmer gewechselt. Sie konnte es nicht ausschalten, weil Joe so laut geschnarcht hat. Sie versuchte zu schlafen, lag eine Stunde wach und ging dann wegen des Schnarchens in das Schlafzimmer nebenan. Am nächsten Morgen, als Katie ihren Mann wecken will, findet sie ihn tot unter der Bettdecke. Sie behauptet nachdrücklich, keine Schüsse gehört zu haben. Und auch die Nachbarn haben nichts bemerkt. Eine der seltsamsten Tatsachen in diesem Fall war, dass absolut niemand Schüsse gehört hatte. Wir hatten keine Hinweise, dass Schüsse in der Nacht gehört wurden. Es ist möglich, dass ein Dämpfer benutzt wurde. So ein professioneller Dämpfer zum Beispiel, der am Lauf der Waffe befestigt ist. Die Polizei bemerkt ungewöhnlich viel Staub im Haus der Doyles. Ist es denkbar, mit dessen Hilfe die Bewegungen des Mörders nachzuvollziehen und damit seine Identität aufzudecken? Familie und Freunde der Doyles berichten der Polizei, dass die Ehe glücklich zu sein schien. Das Paar war gerade dabei anzubauen und schmiedete Pläne für die Zukunft. Katie erzählte der Polizei, dass Joe der Mann ihres Lebens war, dass sie ihn mehr als alles auf der Welt liebte, dass die Ehe stimmte und dass sie noch in der Nacht, bevor er erschossen wurde, miteinander geschlafen hätten. Joe und Katie arbeiten im gleichen Krankenhaus. Kollegen berichten der Polizei interessante Neuigkeiten bezüglich ihrer Ehe. Sie erzählten uns,